Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielleicht kommen wir auf eine 95. Wir stellen jetzt einfach mal die besten Spieler auf jeder Position rein. 95er Bewertung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 17 Footdraft Challenge. Und heute versuchen wir nochmal die fast 100%ig unmögliche 195er Footdraft Challenge. Ich will es nochmal versuchen, ob es überhaupt möglich ist, einen 195er Draft zu packen. Ihr wisst es, ich war schon oft auf einer 195er Bewertung zwischenzeitlich und heute auf jeden Fall auch wieder. Ihr habt es im Intro gesehen, wir waren kurzzeitig auf einer 195. Ob wir es geschafft haben oder nicht, werdet ihr gleich sehen. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Draft. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr weiterhin diese Footdraft Challenges feiert und natürlich auch in Zukunft weiterhin sehen wollt. Lasst gerne ein Like da, 5000 Likes auf meinen Nacken und schreibt gerne mal in die Kommentare, Leute, was ist eigentlich euer Lieblingsspieler bislang in FIFA 17? Ronaldo, Neymar, Suarez, Messi, was weiß ich, FIFA 17 ist jetzt fast zu Ende, deswegen schreibt es mal in die Kommentare, wir starten direkt mit dem ersten Draft. Let's go. Okay, 4-3-2-1 Formation, eigentlich nicht perfekt, aber wow, what the fuck, 2. Team of the Year als Captain. Okay, Ronaldo und Modric. Es wäre, glaube ich, schlauer, Modric mitzunehmen, weil Ronaldo kriegt man wahrscheinlich eher nochmal als Team of the Year Modric. Deswegen, wir gehen auf Risiko, nehmen Luka Modric mit. Weiter geht's mit der Rechtsverteidiger-Position. Team of the Season immerhin. Kalachev auch, wenn der Typ uns gar nichts bringt. Scheiß drauf, Digga. Was soll's? Okay, Innenverteidigung. Komm, bitte. Ramos, Piqué oder Godin. Oh, beide. Ja, okay, was für Hummels? Das ist doch nicht Ramos, Digga. Ich dachte gerade, Hummels wäre Ramos. Aber egal. Wir haben Godin. 96er Godin. Ey, was sind das für drei Spieler bislang? Alle blau. Es fängt perfekt an. Okay, wir nehmen Godin mit. Jetzt natürlich die Frage, Linksverteidiger, wo machen wir weiter? Komm. Linksverteidiger, komm. Philippe Luis, bitte. Philippe Luis oder Marcelo Cole Evra. Wir nehmen Cole mit. Das war der erste Spieler, der gar nicht ins Team passt. Aber, naja, okay, was soll's. Torwart, Oblak wäre perfekt. Come on, bitte, 94er Oblak, come on. Ach, Mann, Alter, aber Rui. Der ist wenigstens ein La-Liga-Torwart. Aber perfekt war das Ganze, um ehrlich zu sein, nicht. Egal, wir machen weiter auf der Stürmerposition. Hier brauchen wir Luis Suarez mit Ansage. Da ist er, Luis Suarez. Oh Mann, Alter, 97er Suarez, 96er Modric, 96er Godin. Okay, also man braucht eigentlich Suarez, um ein perfektes Team zu bauen. Und jetzt haben wir Suarez. Okay, dann brauchen wir jetzt Messi und Cristiano Ronaldo vorne im Sturm. Es wird Robben, Mann, Alter. Dann wenigstens Ronaldo. Es wird, Mann, Neymar nur. 97er Neymar. Ey, guckt euch das Team an. Es hat so perfekt angefangen. Und dann kam nur noch Scheiße. Aber okay, vielleicht wird die Bank dafür umso besser. Hazard, nehmen wir mit. Wir nehmen Messi als 93er mit. Das Ding ist, wir haben ein freshes Team, aber keine Chemie, ey. So, wir sind immer noch auf einer 93er Bewertung und nur 70 Chemie, muss man dazu sagen. Und wir kriegen auch keine passenden Spieler mehr. Oh Mann, Alter. Guckt euch das mal an. Was ist das? Victor Raspe, nehmen wir mit. Aber wir haben keinen Innenverteidiger. Wir haben Rechtsverteidiger. Wenn wir jetzt noch Piqué oder so bekommen würden. Come on, Lahm. Ramos. Marcelo auch noch. Okay, Sergio Ramos oder Marcelo? Das ist jetzt die Frage. Okay, wir nehmen Sergio Ramos mit. Denn dann könnte es sein, dass wir noch auf volle Chemie kommen. Wir haben Vidal auf der Rechtsverteidigerposition. Vitor Raspe haben wir auch noch. Zack. Jetzt brauchen wir noch einen Linksverteidiger. Oder noch einen neuen Mittelfeldspieler aus der La Liga, aber den haben wir nicht mehr. Dein Ernst? Ah doch, hier. Chaves. Ne, Galvez. Okay, 91er Bewertung, 97 Chemie. Wir schauen mal, wer der letzte Spieler wird. Ter Stegen als Tots. Okay, das war richtig stark. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir noch auf eine 92. Ey, dein Ernst? Wir kommen nicht mal auf eine 92. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir kommen nicht mal auf eine 92er Bewertung. Wie bitter ist das? Mit Manager werden wir noch auf 100 Chemie kommen. 191er Drafts. Oh Mann. 3-2-1 Formation habe ich bislang, glaube ich, mein bestes Draft mitgebaut. Und zwar das 193er letztens. Wir haben Messi, also eigentlich ein perfekter Start, um ehrlich zu sein. Weiter geht's. Auf der Rechtsverteidigerposition, Dani Alves. Naja, Team of the Year wäre fresher gewesen, aber ist in Ordnung. Mittelfeld, Campbell, scheiße. Linksverteidiger, bitte. Der muss jetzt mal wenigstens Philippe Luis oder Marcelo kommen. Das war's schon wieder. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Mal wenigstens Suarez, leider nicht. Okay, Sanchez oder Cavani. Wir nehmen mal Cavani mit. Vielleicht ziehen wir gleich Di Maria. Dann kann man Cavani auf jeden Fall besser linken. Fabregas, wir kriegen keinen Tots im Mittelfeld. Eden Hazard, Torwart, Loris. Wir haben komplett viele
Barclays Premier League Spieler, aber es bringt uns momentan nichts. 91er Gesamtwertung, Philipp Lahm, der nächste Team of the Season. Zack, der passt hier sogar rein, Alter. Haben wir rechts in Bundesliga-Verteidigung. Aber das Team, boah, Higuain, Junge, was ist hier los? Wir kriegen richtig viele Tots. Aber okay, wir nehmen Higuain mit. Stellen ihn erstmal vorne auf die Stürmerposition. Wir sind auf einer 92er Gesamtbewertung. Safe, wenn wir jetzt hier noch irgendwo Cavani reinstellen. Für Kampel kommen wir bestimmt auf eine 93 mit Ansage. Okay, komm, so muss es weitergehen mit den blauen Karten. Godin, da ist die nächste blaue Karte. Okay, Godin, kommt hier mal rein. 94er Gesamtbewertung, 94er Gesamtbewertung, 69 Chemie. Okay, chemietechnisch müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Ronaldo, Alter, was ist hier los, Mann? Die Spieler, die wir gerade bekommen, heftig. Okay, wir nehmen Cristiano mit. Vielleicht kommen wir auf eine 95. Wir stellen jetzt einfach mal die besten Spieler auf jeder Position rein. 95er Bewertung. Nice, Alter. Geht doch. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie wir das Team hier fertig machen. Ey, das Problem ist, warte mal, wir packen Hazard erstmal hier auf die Linksverteidigerposition. Victor Ruiz, Azpilicueta haben wir noch. Warte mal, Azpilicueta hier hin. Hazard vorne auf den linken Flügel. Okay, wir müssen jetzt Hazard erstmal rauspacken. Ich weiß es nicht. Oder der kommt erstmal hier hin. Keine Ahnung. Egal, Azpilicueta kommt erstmal raus. Dann sind wir nämlich wieder auf einer 95. Das sieht einfach fresh aus. Auch wenn es im Endeffekt gerade nicht wirklich viel bringt. Payet nehmen wir mit. Immer noch auf einer 95. Okay, komm, jetzt noch einen neuen Team of the Season. Jamali, das bringt gar nichts. Weiter geht's. Komm, der muss nochmal gut werden. Neymar und Bale. Okay, 96er Neymar nehmen wir auch mit. Wir haben eigentlich alle Spieler, die man braucht, um ein freshes Team zu bauen. Allerdings kommen wir nicht auf Chemie. Das ist das einzige Problem, das wir momentan haben. Okay, wir sind wieder auf einer 95, Leute. Wieder auf einer 95er Bewertung. Wir machen das Team jetzt erstmal komplett und schauen dann, auf wie viel Chemie wir am Ende kommen. Okay, wir sind runter auf 94. Ey, der könnte wieder gut werden. Cuadrado, Casemiro hätte gern mal Tots werden können. Naja, nehmen wir mit für die Chemie gleich, aber wir kriegen hier nichts mehr, was wirklich ins Team passt. Scheiße, Mann. Naja, okay, guckt euch diese Spieler an, die wir am Start haben. Wir waren auf einer 95er Bewertung zwischenzeitlich, aber die Formation war nicht so gut und die Chemie hat auch nicht gepasst. Schade, Mann. Jawohl, perfekt. Die 3-4-2-1 Formation, komm bitte, ein Tots oder ein Team of the als Captain. Alter, was ist das denn für eine Auswahl? Ronaldo und Messi. Okay, ich würde sagen, wir nehmen Messi mit, weil ich glaube, die Chance, Ronaldo nochmal als Hochbewerteten zu bekommen, ist höher, weil es gibt so viele 98er oder 97er Ronaldo-Versionen. Deswegen nehmen wir Messi mit. Ich denke mal, das ist perfekt. Wir machen weiter auf der Innenverteidigerposition. Come on, bitte. Irgendwie Ramos oder so. Oder auch gar nichts von allen. Alter, was war das denn jetzt? Wir nehmen Gabriel mit. Okay, dann wenigstens im Mittelfeld ein guter. Oder auch nicht. Saul geht einigermaßen in Ordnung, aber geht auch besser. Okay, die letzten beiden Innenverteidiger. Einer davon muss bitte gut werden. Godin, das war stabil. Okay, und jetzt noch Ramos oder so? Oder Piqué? Come on, bitte, Fernandes. Das Draft ist kacke, Mann. Wir haben zu viele schlechte Spieler am Start. Oblak. Ey, die letzten Spieler waren nicht schlecht. 92er Bewertung nach der Startelf. Ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber okay, kann man nichts machen. Wir versuchen jetzt das Bestmöglichste hier noch aus diesem Team rauszuholen. Der könnte gut werden. Komm, direkt Ronaldo. Philipp Lahm, Ronaldo. Ja, als letzter Spieler. 99er. Cristiano Ronaldo. Stellen wir direkt rein für Nolito und kommen damit auf eine 93, vielleicht auf eine 94 mit den Kollegen hier. Warte mal, Gabriel noch für Nacho rein. Auf eine 94 kommen wir nicht bislang, schade. So, wir sind auf einer 93 und auf 80 Chemie. Wenn wir Nolito hier reinstellen, sind wir auf 82 Chemie. Nacho noch hier rüber. Na, warte mal, nee, ich habe einen anderen Plan. Gabriel hier rüber, dann sind wir auf 85 Chemie. Okay, es läuft bislang ganz gut. Wir bräuchten noch einen neuen rechten Mittelfeldspieler, weil der ist noch nicht so gut bislang. Hätte das nicht mal hier Bale werden können. Schade, Mann. Danilo hätten wir noch. Okay, wir nehmen mal Danilo mit. Könnte man notfalls hier hinstellen, wären wir auf 91 Chemie. Aber wir sind ein bisschen mit der Bewertung runter. Schade. Kommen wir auf eine 94? Bislang noch nicht. So, wir machen jetzt erstmal weiter, Leute. Komm, bitte Bale oder so noch. Robin Neymar! Ja, Mann, 96er Neymar. Das ist perfekt. Okay, jetzt müssen wir eigentlich auf eine 94 kommen, oder? 94! Da haben wir es. Okay, 94er Bewertung. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch chemietechnisch rausholen können. Warte mal, mit Gabriel. Zack, oder? Danilo, nee, das bringt gar nichts. Gabriel, wir sind auf 88 Chemie. Jetzt noch Danilo hier rein, dann wären wir auf
94 Chemie und auf einer 94er Bewertung. Wie heftig ist das denn? Aber das Problem ist, ja, so bringt es uns auch nichts. Okay, wir müssten noch Gabriel und Nacho austauschen und wir bräuchten noch Bale auf der rechten Seite. Dann wäre das Team eigentlich perfekt. Also Gabriel und Nacho für Ramos und Piqué und hier noch Gareth Bale. Dann ist das Team perfekt. Warum sind wir jetzt hier auf eine 93? Was soll das? Bitte Bale, bitte Bale, bitte Bale. Hazard. 93er Hazard. Ja, bringt uns auch nicht viel. Aber ist fürs Bankrating ganz in Ordnung. Es fehlen, wie gesagt, immer noch die Spieler, die wir brauchen. Bale, Sergio Ramos und Piqué am besten. Aber naja, vielleicht kommen die noch. Lemar, Vasquez. Okay, Vasquez ist auch nicht schlecht. Der sollte uns noch mal ein bisschen Chemie bringen. Bam, 98. 98 Chemie sogar. Okay, immer noch eine 93er Bewertung und auf 98 Chemie. Komm, wir brauchen nur noch ein paar neue Verteidiger gleich, Leute. Dann ist das Team eigentlich perfekt. Komm, wer wird das? Bale! Suarez! Junge! Suarez! Den Typen braucht man! Ey, jetzt ist unser Team noch perfekt. Okay, Suarez kommt an den Start. Bam, dann sind wir auf 100 Chemie. 193er Draft bislang. Egal, wir lassen es jetzt erstmal so. So sind wir. Auf einer 94, warte mal, Danilo könnte man auch noch hier reinstellen. Also das Team könnte richtig gut werden. Es wäre natürlich perfekt, wenn wir noch irgendwie Ramos oder Piqué irgendwie gleich bekommen könnten. Oh, Bernardo Silva da hinten wäre als Tots richtig gut gewesen. Schade, Henderson nehmen wir. So, weiter geht's. 4 Spieler noch, bitte. Der könnte gut werden. Come on, Vidal, Cuadrado, Mesut Özil und Arjen Robben. Die sind alle jetzt nicht so gut für unser Team. Allerdings bringen die noch mal ein bisschen Team-Rating. So, wir nehmen mal Mesut Özil mit. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn Mesut Özil hier reinkommt? Toni Kroos hier rüber? Naja, bringt auch nicht wirklich viel. Aber wir sind immer noch auf einer 93er Bewertung und auf 97 Chemie. Wir kommen safe auf 100 Chemie. Wir haben noch Danilo und Vasquez und so weiter. Aber wir bräuchten jetzt hier noch irgendwie einen Sergio Ramos oder so. Philippe Luis. Ja, Mann, das war richtig gut. Okay, Philippe Luis, komm mit an den Start. Wenn wir den reinstellen, ihr seht es, sind wir natürlich auf weniger Chemie. Das ist klar, aber wir schauen mal kurz. Okay, 96 Chemie, immer noch eine 93er Bewertung. Das Problem ist, 96 Chemie ist nicht möglich. Durch Manager 4 Chemiepunkte zu bekommen ist schon möglich, aber das ist sowas von selten. Das ist so gut wie unmöglich, muss man dazu sagen. Aber ist egal, wir stellen einfach Vasquez hier rein und dann wären wir auf voller Chemie. Aber hat natürlich nur ein 81er Rating, da ist Özil auf jeden Fall schon fresher. Egal, was soll's. Komm, 2 Spieler noch. Bitte, jetzt noch ein Sergio Ramos oder so. Come on, oder Piqué. Sergio Ramos oder Piqué. Keiner von beiden. Wir sind runter auf einer 92. Scheiße, Mann. So, wir sind durch Sortieren wieder hoch auf einer 93er Bewertung. Es kommt jetzt auf den Torwart an, ob der gut ist oder nicht. Bitte, Digga. Rufier, 86. Ist nicht schlecht. Durch Sortieren könnte es vielleicht wieder hochgehen auf eine 93. Das ist jetzt die Frage. Bitte, come on. Rufier, war doch eigentlich nicht so schlecht. Aber ich glaube, es reicht nicht. Scheiße, Mann, das gibt es doch nicht. Wir kommen nicht mal auf eine 93. Oh, Mann. So, Leute, das ist das bestmögliche Team. Ah, wir können da den noch reinstellen, dann sind wir auf 99 Chemie. Aber wir sind leider nur auf einer 92er Bewertung. Ich denke mal, wir sollten jetzt noch einen Chemiepunkt safe bekommen. Okay, durch den nicht, aber durch den hier glaube ich auch nicht. What the fuck, durch den hier. Aber Cristiano Ronaldo, ein Chemiepunkt. 192er Draft. Schade, Mann. Ich habe meinen Rekord von 193 leider nicht packen können. Und das 195er Draft natürlich auch nicht. Ey, das 195er Draft ist, glaube ich, unmöglich bislang. Also, das ist ehrlich. Ich weiß nicht, wenn ihr es schon mal geschafft habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Aber ich finde das Team hier schon richtig fresh. Ich hoffe, diese Footdraft Challenge hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was war euer bestes Draft mit dem höchsten Rating. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haut da rein und